Wie gesagt, deswegen habe ich es ja auch eigentlich nie gespielt, sozusagen, weil, ja, für mich kam es einfach nie in Frage irgendwo einfach. Nein, ich meine, nee, es kam mir nie in den Sinn, sozusagen. Ich weiß nicht, ich hatte das schon mal irgendwie, glaube ich, ja, genau. Da hatte ich jetzt halt eben auch an Anfang sozusagen mir mal das Kaltblut genommen, weil ich es irgendwie lustig gefunden hatte mal damals. Und weiß nicht, war aber irgendwie... Dieses Pferd sah einfach unmöglich irgendwie einfach aus. Also, ich meine, es gibt echt auch hübsche Kaltblüter, aber mein Pferd sah überhaupt nicht schön aus. Es sah total hässlich irgendwie aus, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, dieses Pferd war keine Schönheit einfach irgendwo. Ich habe zwar schon das recht gerne gespielt, aber ich dieses Pferd einfach immer nur gesehen habe. Also, da habe ich immer nur gedacht so, ne. Du bist so ein gutes Pferd. So ein Pferd will ich nie nimmer haben. Vor allem, die kann auch nie nimmer irgendwie mal was zum Thema irgendwie sagen, ne? Ich finde das immer sehr komisch irgendwie immer. Ja, und bei unserem Pferd ist es halt einfach blöd oder so, weil wir es halt eben auch echt hier keine Leckerlis füttern können. Weil es ja andauernd immer sagt, es ist ja schon so dermaßen satt. Deswegen können wir das ja im Moment ja auch keine Leckerlis einfach geben, weil wie gesagt, sonst erbricht das Pferd bestimmt dennoch. Und was ich ja eigentlich noch... Ich muss unbedingt da mal eben kurz reingucken. Ich wollte doch eigentlich gucken, ob auch dieses Pferde unter Kuhle kleiden können. Also, wir haben hier Augenentzündung, Bauchschmerzen, Erkältung, Hautpilz, Hufrehe, Muskelzerrung, Parasitenwunde, Haut, Sehnenentzündung, Übergewicht. Wie beim Menschen muss auch beim Pferd Ernährung und Bewegung im Einklang sein. Sonst wird es früher oder später an Übergewicht leiden. Mögliche Auslöser: zu viele Leckerlis, zu viel Futter, zu wenig Bewegung. Heilmethode: mehr Bewegung, weniger Leckerlis, weniger Futter. Wir machen mit unserem Pferd, glaube ich, noch zu viel. aber so wie von Kulik steht hier aber irgendwie wirklich nichts, ne? Vielleicht die Bauchschmerzen. Wie kann man Bauchschmerzen? Mögliche Auslöser: zu hoher Kraftfutteranteil, zu wenig Wasser. Ah, das wäre... Nur vorsichtig bewegen, kein Trab oder Galopp, Leinsaat oder Leinöl zu füttern, mehr Saft und Raufutter, reichlich Wasser. Das hätten sie mir jetzt nicht sagen, also reinschreiben dürfen. Ich glaube, wir geben unserer Susi noch zu viel Wasser. Mein Sonnenschein. Also bewegen wir unser Pferd vielleicht einmal mal halbwegs gar nicht. Aber das finde ich denn langweilig. Was soll ich denn sonst machen mit ihr? Ich meine, das können andere ausprobieren. Aber ich würde es einfach tierisch langweilig finden, irgendwie die ganze Zeit nichts machen zu können irgendwo. Das finde ich langweilig. Nein, das will ich nicht. Dann machen wir einfach mal ihr Bauchschmerzen. Wir fügen ihr Bauchschmerzen zu. Ich meine, wir können ja das trotzdem noch mit dem Übergewicht irgendwie nochmal versuchen, sozusagen. Mal schauen, wie es einfach funktioniert. Sozusagen. Das können wir immer dennoch schauen. Aber wie gesagt, also das finde ich dann echt schon dämlich. Weil wie gesagt, man will ja nicht nur das dann irgendwo machen. Man will ja auch noch irgendwo so ein bisschen Wort ein oder das Halbte haben. Na, aber wie gesagt, das finde ich langweilig. Das würde echt doof sein. Ich meine, gut, man kann ja, wer weiß, wie schnell den Tag auch beenden, ne? Gut, jetzt versuchen wir es einfach mal. Wir beenden einfach, wer weiß, wie schnell einfach mal einen Tag. Machen wir mal einen Tag so ungefähr nichts. Oder? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch so unschlüssig. Wir versuchen das erstmal auf die Methode und dann schauen wir einfach mal.
Es muss ja irgendwie noch was anderes geben, außer das. So. Dann mal Futter holen. Ach ja. Ordentlich Futter hier. Ich hoffe denn, dass er mal wieder ein Turnier ist. Irgendwie wird unsere Futterkiste immer sehr schnell alle. Und ich verstehe das noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich passieren kann. Vielleicht leidet sie dann irgendwann sogar wirklich doch unter Übergewicht, weil wir bewegen sie zwar viel, aber jetzt ja auch nicht so wirklich viel sozusagen, sondern ja schon so ein bisschen weniger. Und dafür haben wir auch ihr Krug ja ganz schön voll, ne? Ich glaube, wir dürfen auch gar nicht mehr so viel Leinsaat dann füttern, sozusagen. Vielleicht kriegt das ja andauernd ihre Verdauung dann auch mal so gut an. So, wie viel Wasser sollte ich ihr denn mal geben? Wir geben ihr erstmal 4 anstatt 5. Wir reduzieren jetzt einfach mal so ein bisschen den Wasserstand. Ich bin so gemein zu unserem Pferd irgendwie. Aber was soll ich machen? So. Bad 3, Reiter reiten war recht gut, hätte aber besser sein können. Aha, das habe ich hier nicht. Achso, ja. Nee, das möchte ich gar nicht mehr lesen. Was schreiben wir denn heute rein? Haben heute nur mal geritten. Haben heute nur mal. Was schreibe ich denn? Ich will doch mal. Haben heute nur mal geritten und danach nicht longiert. Das finde ich gut, das lassen wir so. Achso, Punkt natürlich. So, speichern. So. Dann gehen wir da nochmal hin. Sagen wir das. Holen sie nochmal kurz rein. Ach, warum habe ich denn. Ich bin verwirrt. Kleines Pferdchen. Das war natürlich auch wieder gekonnt, ne? So. Jetzt nochmal eben, oder? Ach ja, wir machen das jetzt einmal eben nochmal schnell. Denn sie werden das nicht so dreckig draus. So, es muss jetzt auch nicht, man weiß nicht, gut sein, so ungefähr. Sondern einfach nochmal irgendwie ganz flott sozusagen. Zack. Fertig. Na, geht's dir gut? Ja, unser Pferd leidet vielleicht irgendwann mal an Übergewicht. So, fertig. Tschüss. So. Jetzt finde ich, unser Pferdchen kann so nach draußen gehen. Okay, Tag beenden. Ja, ich möchte ihn beenden. So, Alter 6,5 Jahre, Gewicht 575,9 Kilogramm, Betreuung hat es 5, Springen hat es 4, Geschwindigkeit hat es 3, Ausdauer hat es 3, Geschwindigkeit hat es 4, Vertrauensentwicklung 0, Belohnung 180. Oh, oh, Turnierchen. Wir haben ein Turnier, wir haben ein Turnier. La 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 la. Und wahrscheinlich das Schönheitsturnier, ne?
Ich glaube, das ist nämlich jetzt wieder dran. Europäischer Schönheitswettbewerb. Jo, das sage ich doch. So, dafür, also, wie sehen wir die Pferde im Vor aus? Oh, auch schön. Wir brauchen nur einfach nochmal hier das, das und das und das hier. Dann holen wir sie doch mal rein. Na, Susi. Toll, ne? Heute haben wir einen Schönheitswettbewerb wieder. Dafür musst du ganz, ganz hübsch sein. Oh, dann können wir auf jeden Fall auch wieder ordentlich einkaufen. Das ist doch auch schön. Weil wir müssen ja unbedingt sozusagen dann wirklich noch mal Sachen kaufen. Ja, für sie. Weil wir gestern jetzt so viel sie gefüttert haben. In der ganzen Welt gibt es kein schöneres Pferd als dich. Ja. Oh, Susi. Manu, was soll denn das? Immer ziehst du mir den Huf weg. Schäm dich. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, sie wird das mal vielleicht sein lassen. Aber es war wohl nicht so. Es war echt nicht nett von der. So, dann gehen wir hier den vorderen. Juhu. So, sie beeil dich. Komm schon. Mach hin hier. Ja, bei meinem Pferdchen sollte ich irgendwann auch mal Strümpfe vorne und hinten mal rauf machen. Weil vorne hat er nämlich Hufeisen. Und mein Pferd, der riecht sich andauernd immer tierisch auf oder so, wenn wir raus wollen sozusagen. Und jetzt ist es halt sehr glatt draußen. Wenn er anfängt zu rutschen und er merkt es sozusagen, ne, dann stellt er sich so dermaßen an. Also einmal konnte ich ihn sozusagen echt gar nicht mehr richtig halten sozusagen. Also habe ich das echt abgebrochen mit ihm. Bin wieder zurück in den Stall gegangen, weil ich eigentlich mit ihm spazieren gehen wollte. Eigentlich wollte ich den Schweif treffen. Wie schon gesagt, also da musste ich echt schon mit ihm zurückgehen, weil erstens, mir war es echt einfach schon mir persönlich einfach zu gefährlich, bevor mir was passiert. Und dann ja auch noch, bevor auch noch mein Pferdchen was passiert. Ich wollte eigentlich Susi streicheln. Bevor auch noch mein Pferdchen was passiert, ne, habe ich es echt lieber gelassen. So, wir haben hier auch gelbes Ding. Eine gelbe Blume. Ach nee, die konnten wir jetzt ja auch kaufen irgendwie, ne? Dann noch die Federn. Dann nehme ich die gelben Schleifen mal. Oh, wir haben ja auch viel Violett. Gott, mir empfiehlt alles irgendwie im Moment. Hallo, Susi. Stopp. Nein, das wollte ich nicht. Ah, bleib doch mal stehen. So, die kommen hier vorne. Achso, nee, da kommt unsere selbstgemachte noch hin. Oder gefällt dir eine andere Farbe besser? Ja, die kommt doch hinten rein. Die kommt nämlich einmal hier oben hin. Wenn man die... Zack. Und eine kommt hier unten hin. Toll gemacht. Wie gefällt dir das? Zack. Wow, das steht dir so gut. Dann bekommst... Nein. Na, wie gefällt dir das? Menno. Das sieht schön aus. Naja. Weil ich benutze jetzt einfach mal alles, was wir haben. Umso mehr Punkte bekommen wir doch. Hier, dann nehmen wir das Violette, ob es dazu passt oder nicht. Die gelbe haben sie uns ja weggenommen. Dann die grünen Luxusgamaschen. Hallo, Susi. Bleib doch mal stehen. Das sieht schön aus. So, das da kommt jetzt hier vorne hin. Hallo, halt still, halt still. Du machst mich noch ganz gerne.
Ich möchte das haben. Ich möchte das dahin hängen.